Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Black Ops, allerdings mit einem neuen Let's Play, nämlich jetzt spielen wir den Zombie-Modus und zwar in der Stadt. Später nehme ich vielleicht auch noch Transit auf, aber jetzt spiele ich mit den guten Juri hier erstmal Hi. Transit. Sag nochmal. Hi. Guten Tag. Ja. So, ja, Schwierigkeit haben wir auf leicht gestellt, weil es das andere ist nicht wirklich schaffbar, da so weit zu kommen. Und ich würde sagen, dann legen wir auch gleich mal los. Nein, wir sind keine Noobs, wir wollen nur länger überleben. Ja. Wir haben schon genug gespielt und da dachte ich mir, ach komm, kannst du auch mal aufnehmen. Ja, eben. Das Spiel ist jetzt nicht zu laut, wenn dann werde ich das gleich nochmal leiser stellen. Ich hoffe, die Verbindung haut hin. Ja, denn seine Leitung ist nicht ganz so gut und da hoffen wir mal, dass der Ping halbwegs anständig ist. Sollte funktionieren, ja. Ja. Okay. Besser als die letzten Male. Ah, warte, ich hab ne Idee, ich stell mal hier an meinem Headset den Sound ein bisschen lauter. Dann nehme ich zwar leiser auf, aber habe trotzdem eine höhere Lautstärke auf dem Headset. Das so, dein Ping. Oh. Klingt logisch. Ja, der wechselt gerade die ganze Zeit hin und her, der kann sich nicht entscheiden. Ja. Egal. Ah, da kommt schon der erste. Ja. Von der Lautstärke her ist das, glaube ich, so okay. Okay. Ja. Ah, da kommt gerade einer runter. Ah, noch einer. Freitod. Ach ja, wir so. Könnten die auch noch messern. Hör, fällt mir gerade mal auf. Egal, zusammen mit mehr Geld. Kommst du mit und kaufst dir auch noch eine Semtex? Ja, genau. So. Wir haben auch schon mal testweise alle Waffen, die es hier so gibt, also auf dieser Map, die MP5 dort oben, die Schrot dort, wo wir gerade eben waren, und die M14 oder was war das? Die haben wir auch schon mal gepackerpuncht und die waren nicht so gut. Aber die Anfangspistole ist gut. Ja, weil man die werden wir auf jeden Fall punchen, oder ich werde die auf jeden Fall punchen, weil die super solche, die schießt halt solche Bomben und die sind, ja, die machen schon gut weg, aber man kann sich auch sehr leicht selber killen. Man hat zwar nicht besonders viel Muni, aber naja. Ne? Ah, da kommt gleich der nächste raus. Na komm. Geh wieder in dein Loch. So. Soll ich dir helfen? Nee. Noch klar. Na gut. Sag nein und du tötest sie alle. Das ist voll unfair. Ich hab nur einen gekillt. Ja, super. Wir kaufen. Ja, okay. Das Problem ist, die Kiste ist in der Bar. Ja, das ist blöd. Na, du kannst deine Waffe kaufen. Ich schau mal. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch aufkaufen können. Wäre kein Problem gewesen. So, mal gucken, was krieg ich. Oh, ich hab keine Muni. Ich krieg die Waffe, die du willst. Ah, nee, Barrett. Ah, das ist die DSR-50. Achso, die Barrett. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin nicht so der gute Sniper. Nein, hör auf, ich brauch Geld. Maximale Munition. Okay. Oh Gott, mein Internet spackt. Kann sich echt nicht entscheiden. Ja. Gut möglich. Meiner. Ah, komm schon. Mist. Oh, doch, getroffen. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Nein, das war alles so geplant. Sicher, ich treffe doch jedes Mal. Naja, merkt man dann, wenn du schreiend durch die Map rennst und nichts triffst. Ich treffe nichts, ich treffe nichts. Wenn wir Transit spielen, nehmen wir dann Tropic auch noch mit? Ja. Wäre ich dafür. Ja, aber zu dritt ist da doch etwas besser. Mhm.
Oh, bitte nicht so sehr ins Mikro atmen, okay? Oh, sorry. Bin nur gerade genervt, weil ich keine Muni mehr habe und alles tot messern muss. Und tot bin. Ja, tot bist du nicht. Du liegst nur ein bisschen. Ich mach dir einfach einen Verband dran, dann geht das wieder. Eine Spritze. Ich nehm dir den dort hinten. Ich brauche nur 950. Ja, nimm du dir den. Ah, oh, perfekt. Das ist meine Lava. So. Ah, da kommt gerade einer runter. Und noch einer und noch einer. Oh, du stirbst ja am laufenden Band. Ey, ohne Muni nur messern ist ja gar nicht so leicht, ja. Ja, das habe ich auch schon kapiert. So, erstmal ein Zäpfchen in den Arsch. So. Ich repariere mal hier unten ein bisschen so lange. Kauf mir eine Kiste. Ja, mache ich auch, glaube ich. Aber ich schieße erstmal die Muni von der Waffe leer, solange die noch schießt. Ich habe die schwulste Waffe im ganzen Spiel bekommen. Wir haben noch nicht einmal maximal Muni bekommen, fällt mir gerade mal auf. So, wie bekommt man viel. Echt? Ja, da lag ich gerade tot am Boden. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich nicht gelesen. BZW gehört. Ja, ist egal. Du bleibst da drin in deinem Loch. So. Und du. Auch. Ah, komm schon. So. Warte mal kurz einen Moment. Ah, ja, ich. Oh, das ist nicht so gut. Das ist laut. Das ist doof. Du bist ja schon wieder tot. Was machst du mit deinem Mikro? Ich höre dich nicht. Ja, ich. Oh, das ist. Ich glaube, das werde ich entweder rausfiltern müssen oder. Weil da sind so nervige Geräusche. Vielleicht muss ich die ein bisschen dämpfen. Meine Schwester war gerade bei mir im Zimmer und ist mir auf den Keks gegangen. Mhm. Oh Mann, ich wollte gerade hier wegsnipern. Da standen gerade so viele in so einer schönen Reihe. Entschuldigung. Naja, nicht so schlimm. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dann eben diese kleine Stelle da ein bisschen runtergedreht habe, damit ja, die Geräusche nicht so laut sind für euch. Ah, da kommt ja schon einer. Und da. So. Was hast du jetzt? Die Chicom? Ja, genau, die. Oh Gott. Die ist so schwul. Gut möglich. Bam. So. Fällt uns hier unten ein bisschen den Rücken frei. Ich repariere mal ein bisschen was. Oh, hier oben kommt ja einer rein. Wo bist du gerade? Ich bin unten an der Bar. Wenn einer gerade hier irgendwie hier oben an der Kante steht und alles von bewacht, was hier so unten rumläuft, dann ist es ein bisschen blöd, wenn der andere dann einfach wegläuft, ohne Bescheid zu sagen. Also sag immer Bescheid, wenn du irgendwie weggehst und wir gerade irgendwie zusammen sind. Moment, 10 Minuten sowas. Braucht man Instakill? Instakill? Na gut, dann schieß ich mit der Pistole wieder rum. Ach, du hast noch Muni für das Ding? Ja, Max, durch Max Muni. Oh, der letzte Zombie. Oh, einer. Soll ich ihn lieben lassen? Na ja, gut. Ach. Okay, jetzt soll ich schon mal sparen und die eine punchen? Oder mir eine Waffe erst vorher kaufen? Ja, mach das. Und also was jetzt? ja, punch das Ding. Okay. Ich hab den Granatwerfer. Ja, best Waffe ever. Nichts Besseres. Oh, da oben kommt gerade Besuch. Einfach mal ja, querbeet. Du, was willst du mit dem Ding sonst machen? Ja, ich weiß, ich weiß. Hinter dir übrigens. Wartet die nämlich. Wartet die nämlich. Mit Granatenwerfer, ne? Nee. Oh, schade. Mensch, mit meinem schwulen kleinen Gerät. Oh Mann, ich wollte auch noch einen. Ich hab noch 4 Schuss. Meiner. 28. 19.
Gott, ey, okay, die Waffe ist leer. Jetzt hole ich mir auch eine. EMP-Granaten, hol sie dir. Wow, so nützlich. Toll, ne? Ja, Alter, jetzt muss ich mit dem Granatwerfer in den Arc abgehen. M8? War das nett? Oh, du pustest schon wieder so, ne? M8A1. Tut mir leid, ich weiß nicht, was mein Mikrofon heute für Probleme hat. Ja. Oh, ich bin froh, wenn ich mein Studio-Mikro hab. Ja, ich wäre froh, wenn ich mal ein bisschen Muni krieg hier. Alles leer. Sorry. Was passiert? Kiste. Oh, ist doch ein bisschen laut. Warte, ich muss noch mal ein bisschen runterschalten. Gib mal kurz Deckung. Einstellungen, Sound, so, hier. So. Das sollte gehen. Was machst du da? Nix. So. Ich laufe mit meiner ultra schwulen Schrotflinte rum. Mhm. Ah, mein Gott. Willst du denn nicht noch eine Kiste holen? Ja, ich hab doch eine M8A1. Oh Gott, das ist auch so schwul, das Ding. Ja, besser als die leere Sniper. Ja. Lieber eine volle M8A1 als eine leere Sniper. Oh, du hast die S12, ja, die ist gar nicht so schlecht. Da kannst du kannst du Headshots mitmachen und dann sind die auch immer sofort weg. Naja, teils. So. Ich weiß gar nicht, was ich als Zweitwaffe punchen soll. Mal gucken, was ich bekomme. Die LPD oder die HMR wären ganz gut. Ja, ich wäre für die Fall oder Galil. Ja, oder so. Ich kenne die DSR. Ja. Aber wenn du heute kein Glück hast, dann gib bitte nicht unendlich Geld dafür aus, okay? Nein, würde ich niemals machen. Das sagst du immer. Ich weiß. Ich gebe jedes Mal um die 10.000 aus. Ich find's so kacke, dass der sich mittlerweile, dass der Code dazugelernt hat und mir immer eine Sniper gibt. Das finde ich so kacke. Ich hab einen Raketenwerfer. Yay. Erstmal wieder die besten Waffen hier, ne? Oh, ich kann punchen. Oh ja, mach das. Warte, das maximale Muni. Ich hab nachgeladen. Maximale Munition! Okay, gibst du mir kurz Deckung? Ich will die Pistole punchen. Jo, mach ich. Ah, nicht verrecken in der Lava, bloß nicht verrecken. Warte, geh mal auf die Seite. Ja. Hab ich ihn erwischt? Ja, hast du. Ah, so. So, was hast du gepuncht? Neben dir übrigens. Pistole. Ah, okay, das ist ganz geil. So. Die werden wir noch früh genug brauchen. Ich hoffe, ich kill mich damit nicht wieder selber. Ey, ich hätte echt gern Claymores. Ja, aber gibt's die hier nirgends? Nein, leider. Und in der Kiste bekommt man die ja auch nicht. Na, stimmt. Das ist so beschissen. Ey, ich find's kacke, dass man nicht die Waffen kriegt, die an den Wänden hängen. Obwohl hier auf der Map ist das schon sinnvoll. Aber bei Transit finde ich das echt doof. Was mich ein bisschen ankotzt, ist, dass mich die Kiste hasst. Ja. Aber es gab auch Tage, da hat die mich auch gehasst. Da habe ich dann irgendwie nur, genau heute auf Transita, habe ich irgendwie erstmal nur Pistolen bekommen. Das war so kacke. Ja, aber die und EMP-Granaten. Die 5-7 Akimbo ist gar nicht so schlecht. Nee, noch nicht mal die habe ich bekommen. Oh, okay. Ja, die Python oder der Executor, wie das Ding heißt, sind eigentlich auch ganz cool. Ja, ich habe die Python bekommen und die Kap-40. Ja, draußen vor der Tür liegt Instakill. Soll ich aufheben? Ja, mach mal. Instakill! Obwohl, dann mit der Pistole kann ich ja gar nicht mehr schießen, dann das bombt mir ja alles weg. Du hast ein Messer. Ah ja, stimmt. Das gibt's ja auch noch. So, ich hole mir mal noch... Es kommt jetzt dann die Treppe was hoch, gell? Ja, ich hole mir nochmal die Waffe. Teddybär. Ja.
Na gut, dann kriegen ich zumindest nicht mehr. Hast du schon mal Glück, ne? Wiedersehen! Noch. So. Meiner, warte. Alter, da kommt immer voll die Flamme hinten raus. Ah, Kiste ist wieder da. Ja. Los, irgendwas Gutes. verdammt. Schau jetzt an. Der Raketenwerfer gepuncht ist auch ganz lustig. Ich will aber nicht den Raketenwerfer punchen. Ja, Achtung, da war was. Naja, von mir aus. Okay, ich glaube, ich muss mal kurz nochmal Sound richtig einzustellen, ist gar nicht so leicht. So. Warum? Was ist denn zu laut? Weiß nicht, was dieser Codecaster überhaupt ist. Das habe ich keine Ahnung, was damit gemeint ist. Gott, ey. Es ist nichts zu laut, es ist immer irgendwie was zu leise. Oder so. Also ich will ja niemanden enttäuschen, die Barrett killt echt nur auf Headshots mittlerweile. Alter, ich habe mich wieder gekillt. Ich sehe es. Oh, da kommt einer. Ja. Da ist die Bombe. Ja, und irgendwie. Warte, so. Meiner. Super. Hol die Bombe. Von mir aus. So. Okay, eine Kiste noch und dann reicht's mir auch wieder, ey. Ja. Der Phaser. Ist doch nicht schlecht. Ja, oder der, die Strahlenkanone. Naja, ich meine, ich hätte ganz gern die DSR-50 oder wie das Ding heißt, weil die killt wenigstens noch One-Hit. Ab einer gewissen Stelle macht die auch nur noch, da musste sie dann auch irgendwann punchen, ne? Ja, aber da ist die DSR immer noch besser. Alter, die Waffe killt auch nicht mehr. Also gut, da muss ich auch so langsam mal auf den Kopf zielen. Mach dich mal dann. Wegscopen auf den Kopf zielen. Ich frag mich, ob die M8A1 dann auch normales Feuer hat, durchgehend, wenn man die puncht. Weil die Fall, die hat, wenn man sie puncht, ja 3 Schuss. Ja. So, dann hole ich mir auch nochmal, weil die hat nur noch 8 Schuss, die M8A1. Ja, EMP-Granaten, na wunderbar, hole ich mir noch eine. Instakill und dann Bombe, yay. Oh, die Fall. Dann punch ich wohl die Fall. Auch nochmal, weil ich hab schon wieder fast kein Muni. Ja. Ja, ich hab die RPD bekommen. Das ist doch gut. Ja, und dann wird das, wie heißt das Ding, satanistisches Prügeldings oder so. Ja. Geh mal wieder hoch in die Bar, oder? Ja, wo willst du sein? Hinten, vorne? Mir egal. Gut. Wir können ja Stellungswechsel machen. Oh. Ja. So, erstmal. Alter, damit muss man echt auch auf den Kopf zählen. Ich glaube, da hole ich mir doch dann lieber die Gali. Na, die wäre wahrscheinlich um einiges besser. Ja. Verdammt, ey. Obwohl die Fall eigentlich auch noch ganz gut ist. Doch leider muss man so oft drauf schießen, aber die hat dann da 3 Schüsse, von daher wird es dann schon einfach. Ich spare jetzt einfach mal und punch die dann. Maximale Munition! Zum Glück habe ich gerade nachgeladen. Ich würde gerade sagen, dann kann ich auch wieder schießen, als mir aufgefallen, ich habe ja gar nichts mehr, was keine Muni hat. Wow. Das Komm. War jetzt komisch. Jo, kein Problem. Und lebst wieder. Oh. Doppelte Punkte. Alter.
Ja, ich sehe es. Oh, nein, ich meine nicht zu Ende. Okay, und wie es weitergeht, sehen wir nach dem Wiederbeleben von Yuri. Ah, warum? Okay, nach noch einmal Wiederbeleben. Okay, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.